Hallo liebe Chewbaccas! Kennt ihr das auch? Ihr schaut gerade auf YouTube ein spannendes Video und werdet mittendrin von Werbung unterbrochen? Das ist super nervig und wir möchten heute etwas dagegen tun. Wenn ihr bereits mein YouTube zu meinen Lieblings-Firefox-Addons geschaut habt, dann habt ihr jetzt schon einen guten Adblocker wie uBlock Origin installiert. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Basis, aber es reicht nicht mehr aus. Denn YouTube geht massiv gegen den Einsatz von Adblockern vor. Also müssen wir uns etwas Neues überlegen. Einige von euch kennen vielleicht noch, als man damals mit VHS-Kassetten Fernsehprogramme aufgezeichnet hat. Das war super nervig und niemand will das heute noch machen, aber wenn ihr diese Aufnahme dann hattet und abgespielt habt, dann konntet ihr mit der Fernbedienung, wenn Werbung kam, einfach auf Vorspulen drücken und die Werbung so überspringen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die Lösung, die ich euch heute vorstellen möchte. Diese gibt es für den Browser Firefox, den ich persönlich bevorzuge, aber auch für Chrome. Ich zeige euch heute, wie man es in Firefox und wie man es in Chrome installieren kann. Als erstes öffnen wir dazu mal im Chrome den Webstore und suchen hier in dem Erweiterungsbereich nach der Erweiterung mit dem Namen @speedup. Da muss noch ein Leerzeichen dazwischen. @speedup. Und da finde ich sie schon. Skip Videos at 16 times faster. Also es wird vorgespult 16 mal schneller. Das ist doch schon mal gut. Außerdem wird während dieser Zeit der Sound ausgeschaltet. Jetzt können wir die hier über den Knopf hinzufügen. Ich muss das Ganze noch ein bisschen größer machen. Einfach hinzufügen. Erweiterung hinzufügen. Okay, das war es schon. Jetzt gehe ich mal auf YouTube, sage hier alle ablehnen natürlich und muss dann hier in dieser Erweiterung, die pinne ich mir hier noch an, muss dann in der Erweiterung noch entsprechend auf YouTube erlauben, falls das noch nicht der Fall ist. Das ist jetzt hier schon an, ihr müsst es aber überprüfen, falls die Erweiterung nicht funktioniert. Schaut ihr euch jetzt ein Video auf YouTube an und es wird eine Werbung angezeigt, dann wird dort einfach vorgespult und während der Zeit der Sound abgeschaltet. Es ist zwar immer noch ein bisschen störend, weil ihr dann kurzzeitig keinen Sound hört, aber es ist immer noch viel besser als diese nervige Werbeunterbrechung. Das gleiche gibt es jetzt auch für den Firefox-Browser. Dort müssen wir etwas aufpassen, denn wenn ich jetzt hier nach @speedup suche, dann gibt es dort zwei sehr ähnlich heißende Add-ons. Wir müssen hier das zweite wählen. @speedup skip video ads fast. Das ist das gleiche Add-on, was wir jetzt zum Beispiel auch im Chrome installiert haben. Ich sage hier wieder zu Firefox hinzufügen, sage hier hinzufügen. Okay, das Add-on versteckt sich wieder hier. Und jetzt kann ich es auch bereits schon nutzen. Ich kann jetzt hier auf YouTube gehen. Und jetzt meldet sich bereits das Add-on. Und hier muss ich noch einstellen, immer auf youtube.com erlauben. Jetzt habe ich bereits das @speedup Add-on in beiden Browsern aktiviert. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren, wählt ein interessantes Video, was ihr mögt, am besten aus meinem Kanal natürlich auf TuxWiz und spielt es mal ab. Ihr solltet jetzt keine nervigen Werbeunterbrechungen mehr erhalten, sondern oder zumindest sehr kurze Unterbrechungen, wo einfach kurzzeitig mal der Ton weg ist. Berichtet mir über eure Erfahrungen in den Kommentaren. Tretet außerdem unserer Telegram-Community bei, wo wir uns regelmäßig zu spannenden Themen rund um Linux und freie Software austauschen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Bis bald. Tschüss.